Radio X Hörbox. Diese Woche in der Hörbox. Eine einstündige Sendung rund ums Parkle Jam. Der Freitag bis Sonntag im St. Johannspark. Was erwartet euch musikalisch? Aber vor allem, wie macht es das doch eher kleine Festival, dass es ein richtig grosses Vorbild für die Welt vom Morgen ist? Die Antworten diese Woche in unserer Hörbox. Unter anderem mit Stimmen aus dem Parkle Jam Organisationsteam, Leute, die tolle Projekte direkt am Festival umsetzen und DJs. Die Parkle Jam Hörbox, eine Zusammenarbeit von Radio X und dem Amt für Umwelt und Energie. Hörbox, immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr, hier auf Radio X. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der heutigen Hörbox. Ich bin Nadine Born und ich nehme euch in der nächsten Stunde mit auf eine Reise durch die vielen Angebote, Facetten und Vorbildfunktionen vom Parkle Jam. Das Festival ist momentan im St. Johannspark voll im Gang und das ganze Wochenende könnt ihr dort sehr viel erleben. Es gibt Konzerte, DJ-Live-Sets, Tanzaufführungen, ein grosses Ess- und Trinkangebot und vieles mehr. In der heutigen Hörbox schauen wir das Programm vom Parkle Jam näher an. Wir stellen aber auch das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Wie es sich nämlich herausstellt, ist das Parkle Jam ein richtig tolles Vorbild für die Welt vom Morgen. Was für Menschen, Ideen und Projekte hier dahinter stecken, das finden wir in der nächsten Stunde raus. Dabei könnt ihr euch auf folgende Interviewgäste freuen. Anfangen wir mit dem Frederik Dürr vom Parkle Jam Organisationsteam. Beim Projekt Trash Angels tun sich Jugendliche freiwillig mit dem Thema Abfall auseinandersetzen und andere darauf sensibilisieren. Und das direkt an Events, zum Beispiel am diesjährigen Parkle Jam. Die Projektleiterin Nadine Arbo und die zwei Teilnehmerinnen Sanja und Vanessa sind ebenfalls bei mir im Interview. Zwischen den Hauptacts auf der Mainstage vom Parkle Jam kann man bei der Solar Stage live DJ-Sets geniessen. Die Solar Stage ist mit Energie aus mobilen Solarzellen gespeist. Hier dafür verantwortlich und ebenfalls bei mir im Interview ist der Fabian Müller mit dem Projekt Nomatark. Und auch auf Musik selber gehen wir ein. Und zwar hört ihr als Abschluss von der Sendung das Gespräch mit dem DJ-Team Schwifi, das heute an der Solar Stage auflegt. Ihr merkt, es ist also viel los in der nächsten Stunde. Musikalisch starten wir hier in der Sendung mit dem Lied Skin von Amorph. Amorph ist eine der heutigen Hauptacts am Parkle Jam. Ihres Rock Alternative Konzert startet am 11 Uhr auf der Mainstage im St. Johannspark. The blues is on, the fingers bleed, it all starts to tear my soul. Identity is my new creed, a sense of self is the goal. Open space for me to breathe. Fall grow tall. Finally my heart.
A roast, a pig on a plate of gold. Now this is a meal for a king. The skulls and hearts underneath my throne. What a lonely tune they sing. A song of betrayal and friendship's gone. Das war das Lied «Skin» von Amorph. Ihr Konzert startet heute am 11. Uhr auf der Mainstage vom Parkly Jam 2018. Schon seit dem 2004 gibt es das Parkly Jam, also über 10 Jahre. Die ersten 5 Ausgaben haben im Schützenmattpark stattgefunden, danach sind sie in St. Johannspark gezögelt. Schon seit am Anfang wird das Festival von jungen Leuten auf freiwilliger Basis organisiert und durchgeführt. Das ausgehend vom Jugi Badhüsli von der UR Basel. Zum mehr über das Parkly Jam und die Leute dahinter herausfinden, habe ich den Frederik Dürr auf ein Gespräch getroffen. Er arbeitet an der Gesamtkoordination vom Parkly Jam 2018 mit und geht als erstes auf die Gesamtidee vom Parkly Jam ein. Das Parkly Jam ist sicher ein Festival, das für Jung und Alt ist, das meiner Meinung nach sehr speziell ist in Basel, dass es auch in einem Quartier ist und jetzt nicht in der Innenstadt oder ganz in der Peripherie von der Stadt, sondern eigentlich wirklich in einem Park, mitten in der Stadt, aber auch den Quartierscharme hat vom St. Johann. Es ist sicher auch speziell durch ein extrem grosses Food-Angebot, das eigentlich von Jahr zu Jahr grösser wird, mittlerweile schon 8 verschiedene Essensangebote hat. Dann sicher auch, dass wir ein regionales Bier haben von Kitchen Brew, wo wieder 2 Bierbrauen für uns das Jahr. Andererseits ist es auch speziell, dass es wirklich fast ausschließlich regionale Bands sind, auch noch aus dem Grenznorden Frankreich und Deutschland damals, aber hauptsächlich wirklich aus Basel. Und das Jahr sicher auch wieder tolle Headliner, die alle selber aus Basel sind. Unser Fokus von der Sendung liegt ja neben Spass und der Musik auch auf dem Nachhaltigkeitsaspekt vom Parkly Jam. Kannst du mir ein Beispiel geben und sagen, warum wir durch die richtige Veranstaltung ausgewählt haben für so einen Beitrag? Wir überlegen uns jedes Jahr weiter, wie wir können eigentlich die ganze Nachhaltigkeit und speziell auch zum Beispiel bei Abfalltrennung uns weiter können verbessern. Das liegt sicher auch daran, dass wir auch direkt betroffen sind jetzt vom ganzen Abfall, wo auch viele von den Besuchern und Besucherinnen mitbringen im Park und wir da auch Interesse haben, dass da eigentlich möglichst viel schon vom Besucher und der Besucherin schon getrennt wird. Dann geht es auch immer darum, das Publikum probieren zu sensibilisieren auf die Thematik. Und dann kommt noch hinzu halt auch die ganzen Vorgaben, die man kriegt von einer Stadt. Bei gerade Mehrweggeschirr, wo man sehr darauf muss achten. Und dort haben eigentlich auch gerade so die Festivals eigentlich eine Vorreiterrolle gehabt in der Stadt, wo die Regelungen schon bevor alle anderen bekommen haben
und sie bei anderen Veranstaltungen sie erst jetzt so in den letzten 2 Jahren gekommen sind. Gerade für die ganzen Gratis-Festivals, das aber schon völlig normal ist. Wie setzt ihr denn das mit dem Abfall zum Beispiel um? Wir haben hier für das Jahr neue Trennungswege eigentlich, die wir konzipiert haben, zusammen mit Nomatag, wo im Besuchers extrem einfach machen, Abfall zu trennen, wo sehr schön auch beleuchtet sind in der Nacht und dann von unseren Trash Angels auch immer wieder geleert werden und dann so eigentlich können von der Stadtreinigung abgeholt werden mit allem gut und schön trennt. Du hast jetzt 2 Projekte erwähnt, die hier am Pergli Jam mit dabei sind. Das erste ist Nomatag und Trash Angels. Mit den Machern von beiden Projekten gibt es in dieser Sendung auch noch Interviews und ich werde noch mehr auf die eingehen. Kurz für Zuhörer, die Projekte jetzt nicht kennen. Nomatag setzt sich mit Solarstrom auseinander und hat mehrere mobile Solaranlagen. Trash Angels ist ein Projekt von der mobilen Jugendarbeit. Dabei tun Jugendliche, die sich freiwillig engagieren, mit der Abfallthematik auseinandersetzen und das auch direkt an Veranstaltungen mit dem Publikum. Frederik, wieso sind die 2 Projekte bei euch dabei? Mit Nomatag arbeiten wir sowieso schon länger zusammen. Wir machen zum Beispiel auch mit ihnen die ganze Solarstage, die wir haben, wo DJs spielen, mit solarbetriebener Bühne. Darum ist das auch immer nachliegend, auch weitere Projekte mit ihnen zu machen und sie sind auch sehr engagiert in dem Bereich Nachhaltigkeit. Mit den Trash Angels ist auch das Tolle, dass das Jugendliche sind, gerade von der mobilen Jugendarbeit und auch vom Badhäuschen selber. Und dort ist es eigentlich auch, werden einerseits die Jugendlichen, die dort können mitschaffen, sensibilisiert auf die ganze Thematik und überlegen sich etwas dazu. Und das finden wir sehr tolle Gedanken, wenn auch eigentlich bei denen, was machen und nicht nur beim Publikum, der Gedankenschritt passiert. Wie erlebst du das Publikum an so einem Festival? Denkst du, die sind sich der Abfallproblematik in dem Moment bewusst? Ich glaube, extrem unterschiedlich. Es gibt sicher einen kleinen Teil, wo das sehr bewusst ist, wo auch schon selber sehr umweltbewusst lebt. Aber ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die sich da nicht gross Gedanken dazu machen. Das finde ich auch wichtig, dass man das jetzt nicht irgendwie verurteilt, wenn jemand sich keine grossen Gedanken macht. Man aber auch dafür eben als Veranstalter soll probieren, die Leute darüber zu informieren und sagen, dass das effektiv auch ein Problem ist. Und genau darum ladet ihr ja dann auch zum Beispiel Trash Angels ein und gebt der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Unter anderem das ist ja auch der Grund, warum das Amt für Umwelt und Energie auf euch aufmerksam geworden ist. Sie haben eine ganze Webseite, wo sie ja viele Projekte und Organisationen porträtieren, die sich auf irgendeine Art und Weise für eine bessere Welt von morgen einsetzen. Auf umwelttage-basel.ch/Vorbilder. Da sind ihr ja jetzt dann auch drauf. Wo siehst du den Wert von so einer Seite? Ich denke, so eine Seite ist auch immer schön, dass es auch die Möglichkeit gibt, jetzt vielleicht Leute, die etwas Kleines machen im Verborgenen, was aber trotzdem extrem wertvoll ist, dass das auch irgendwie sichtbar wird, dass man so Leute auch mal irgendwo eine Plattform gibt und die nicht einfach unsichtbar im Untergrund weitermachen, das zwar auch extrem toll ist, aber dass man dann trotzdem auch mal eben eine Plattform gibt. Darum finde ich so Sachen extrem wichtig. Danke vielmals Frederik Dürr vom Pergli Jam Organisationsteam für das Interview. Bevor wir das nächste Lied hören, sag uns doch nochmal, warum sollte jeder, der ein bisschen Zeit hat, das Wochenende unbedingt im St. Johannspark vorbeischauen? Sicher zum extrem tolle, spannende, junge und auch schon etablierte Basler Künstler können zu erleben. Dann am Sonntag sicher auch vorbeikommen, wenn man gerne Tanz hat. Kommen über 15 Tanzgruppen mit extrem verschiedenen Stilen spielen. Dann auch, wenn man einfach gutes Essen will, probieren, gutes Bier trinken und auch auf die einzigartige Atmosphäre im St. Johannspark will geniessen. Und auch um die wunderschönen Konzerte auf der Uli-Ferry zu schauen.
the blasphemy of our kiss. And I can't possess you like this, no. Good advice are warm embrace for sinners who call it. Das ist der Song «Ceiling» von Nobody Reads. Nobody Reads und ihre Rock Alternative könnt ihr heute oben am Parkle Jam live erleben. Und zwar vom 9:15 bis um 10:30 auf der Mainstage. Wenn man Frederik Dürr vom Parkle Jam Organisationsteam vorher zugelost hat, dann merkt man schnell, dass sie sich zum Thema Abfall und Recycling jedes Jahr sehr viel Gedanken machen. Dabei sind sie aber nicht allein. Die Trash Angels stehen ihnen während dem ganzen Festival zur Seite. Und das nicht nur in Gedanken. Trash Angels ist ein Projekt von der mobilen Jugendarbeit Basel und bringt junge Menschen zusammen, die sich freiwillig für eine sauberere Umwelt einsetzen. Die Leiterin vom Projekt, Nadine Arbo, und die zwei Trash Angels Vanessa und Sanja haben ich zu ihrer Arbeit und ihren Gedanken befragen. Als erstes bekommen wir von Nadine Arbo einen tieferen Einblick in die Projektidee. Trash Angels, die gibt's schon sehr lang, immer ein bisschen in einer anderen Form.
Im Moment ist es eine Gruppe von 7 Jugendlichen, die regelmässig an öffentlichen Events unterwegs sind und Eventbesuchende auf ihr Verhalten in Bezug auf Abfall versuchen zu sensibilisieren. Sie sind mit ihrem Trashcar unterwegs, wo sie Infomaterial drin haben, wo sie können verteilen, Flyers, wo sie ihr Projekt können vorstellen. Sie erklären, was mit dem Abfall passiert, wenn man ihn nicht recycelt, was die Vorteile sind vom Recyceln. Sammeln auch vorbildhaft Abfall ein und geben auch die Möglichkeit, dass die Eventbesuchenden vor Ort gerade können ihre Sachen recyceln. Wieso ist es aus deiner Sicht wichtig und toll, dass sich bei den Trash Angels Jugendliche für das Thema engagieren? Also ich finde es sehr toll, dass Jugendliche das machen, weil andere Jugendliche wahrscheinlich eher eine Botschaft annehmen können von jemandem in ihrem Alter, als jemand, der von oben herab mit dem Zeigefinger kommt. Und andererseits werden Jugendliche auch von der Gesellschaft oft so wahrgenommen, ja, der Abfallproduzierende oder die Abfallproduzierenden Jugendlichen. Und das Bild mal verändern, das ist auch ein Ziel von diesem Projekt. Wie erlebst du denn die Jugendlichen, die hier dabei sind? Ich erlebe die Jugendlichen sehr, sehr positiv, sehr engagiert, sehr motiviert und zuverlässig. Und 2 von genau diesen zuverlässigen Jugendlichen sind ebenfalls bei mir. Das ist die 16-jährige Sanja und die 17-jährige Vanessa. Beide Schülerinnen vom St. Alban Schulhaus. Vanessa, du bist ja seit ein bisschen länger dabei, nämlich seit einem Jahr. Wie bist du zu den Trash Angels gekommen? Also ich bin mit 2 Kolleginnen in der Bibliothek gewesen. Und dann ist halt Nadine dort angekommen und hat uns halt einfach angesprochen. Und hat halt von ihrem Projekt erzählt. Und wir haben es halt spannend gefunden. Also dort haben wir eigentlich noch recht wenig darüber gewusst. Und dann haben wir halt einfach mal anfangen. Und wir haben gemerkt, dass es uns gefällt, weil es ist etwas sehr Wichtiges. Und deswegen machen wir dort halt mit. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig? Eigentlich geht ja die Welt sozusagen kaputt. Und wir sind halt dafür da, dass wir schauen, dass die Leute das auch sehen und damit aufhören. Du, Sanja, hast ja erst vor kurzem angefangen, und zwar hat Vanessa dir vom Projekt erzählt und dich überzeugt mitzumachen. Wieso ist dir das Thema und die Arbeit wichtig? Weil mega wenig Menschen wissen, dass man, dass so viel Abfall in der Welt rumliegt und so, und wir sollten die halt auch informieren, damit die das auch wissen. Und manchmal können die halt nicht dafür, dass sie das nicht wissen. Deswegen sind wir halt dafür da, denen dass das sagen. Wie erlebst du denn so die Jugendlichen um dich herum? Wissen die deiner Meinung nach, dass Abfall so ein grosses Problem ist? Also, so wie ich es sehe, selber draussen und in der Schule, dass die Jugendlichen, die wissen das. Die sehen auch selber Müll am Boden liegen, aber weil das eben, ich weiß nicht, vielleicht finde ich das cool. Oder die schießen einfach Müll auf den Boden oder lassen es liegen und kümmern sich einfach nicht um das. Und mega viel wissen es auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht Ausländer, die neu in die Schweiz gekommen sind oder so, die wissen halt nicht, die denken halt, dass die Schweiz mega sauber ist, mega reich, dass die da nichts mehr machen. Und ja, deswegen. Genau da kommen ja dann auch ihr ins Spiel und tun an verschiedenen Events Jugendliche und generell Besucher auf die Thematik hinweisen. Vanessa, wie reagieren denn die Leute, die ihr ansprechen? Also es gibt ein paar, die hören halt aufmerksam zu, weil es ist auch oft, die wissen es gar nicht. Und dann gibt es ein paar, die interessieren sich halt nicht so. Also dann ist es immer noch egal, auch wenn wir ihnen zeigen, dass halt die Welt so kaputt geht. Und zum Beispiel im Meer sammelt sich das auch Ganze ein und keiner nimmt es wieder raus. Aber auch wenn man ihnen das zeigt, es ist ihnen irgendwie immer noch egal. Warum denkst du, ist das so? Weil es passiert ja nicht ihnen. Nicht ihnen sein Leben wird so kaputt, sondern den anderen. Deswegen ist es ihnen auch egal. Weil wenn es bei ihnen so wäre, dass dann sein Platz kaputt geht, dann würde sie es ja ändern. Also an der Schweiz ist es ja so, dass man, dass, also die tun sie wieder wegputzen. Dann ist sie wieder weg. Und wenn sie es weggemacht wird, dann denkt sie sich halt, wieso sollte ich es machen? Ich kann mir vorstellen, dass gerade an einem Festival, wo alle am Feiern und am Spass haben sind, es vielleicht sehr schwer ist, Menschen auf so ein ernstes Thema anzusprechen. Oder ist es vielleicht genau darum wichtig, dass man es macht, Sanja? Eigentlich, das ist so ein Thema, wo man überall kann reinsetzen. Also man kann es eigentlich überall machen, weil es betrifft die Welt. Und man kann auch so zeigen, zum Beispiel, du hast zwar jetzt Spass, aber wenn du so weitermachst, kannst du es nicht mehr haben. Weil du zum Beispiel gewisse Sachen fehlen, wie zum Beispiel, es ist kein Plastik mehr.
Oder ja, in ein paar Jahren wird es vielleicht nicht mehr so sein wie jetzt. Und da müssen wir es ihnen halt erklären. Und das machen sie das ganze Wochenende auf dem St. Johannspark am diesjährigen Parkle Jam. Danke vielmals Sanja, Vanessa und Nadine Arbor, dass ihr da sind und für die ganz wichtige Arbeit, die ihr macht. Das belohnen wir gerne mit einem Musikwunsch. Doch und Mascheri, der Wunsch von der Sanja und der Vanessa von den Trash Angels. Radio X Hörbox. Die Woche in der Hörbox. Eine einstündige Sendung rund ums Parkle Jam, der Freitag bis Sonntag im St. Johannspark. Was erwartet euch musikalisch? Aber vor allem, wie macht es das doch eher kleine Festival, dass es ein richtig grosses Vorbild für die Welt von morgen ist? Die Antworten diese Woche in unserer Hörbox. Unter anderem mit Stimmen aus dem Parkle Jam Organisationsteam, Leute, die tolle Projekte direkt am Festival umsetzen und DJs. Die Parkle Jam Hörbox, eine Zusammenarbeit von Radio X und dem Amt für Umwelt und Energie. Hörbox, immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr, hier auf Radio X. Hier in der heutigen Hörbox dreht sich alles ums Parkle Jam mit speziellem Blick auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Wenn sich jemand mit der Verbindung von Nachhaltigkeit, Spass und Musik auskennt, dann ist das der Fabian Müller. Er ist der Erschaffer vom Projekt Nomatark. Das sind kurz zusammengefasst selber gebaute mobile Solaranlagen, die in selber angefertigten Veloanhängern transportiert werden können. Die Solar Stage im St. Johannspark wird am Parkle Jam vor Ort mit Strom von Nomatark versorgt. Entstanden ist Nomatark als Hyperwerk-Abschlussarbeit von Fabian Müller. Mehr dazu erzählt er uns jetzt gerade selber. Ganz am Anfang ist eigentlich ein Bild gestanden für die Projektidee. Und zwar ist das ein Bild von einer mongolischen Jurte, die auf der einen Seite eine Satellitenschüssel montiert hat für den TV-Empfang und auf der anderen Seite eine Solarzelle. Und im Hintergrund hat es noch eine Härte von ein paar Rösschen gehabt. Und ich habe gefunden, wir könnten das Bild, wo die Unabhängigkeit verkörpert, auf den urbanen Raum übertragen und eben die Rösser ersetzen mit dem Drahtesel und eine Infrastruktur bauen, wo kulturelle Veranstaltungen energieautark mit Strom versorgt. Und das Projekt ist dann in einem zweiten Schritt bei der Realisierung gewachsen. Wir haben nämlich die Infrastruktur ergänzt, einerseits mit einer Solarwerkstatt für Kinder, also ein Angebot für Kinder, und ein Angebot für Jugendliche im Bereich der Umweltbildung, wo wir Schulklassen besuchen und auch wirklich vertieft eine Vermittlungsarbeit leisten im Bereich von Nachhaltigkeit, Solarenergie und Stromversorgung, Energiewende und so weiter. Dieses Jahr bist du mit Nomatark zum vierten Mal am Parkle Jam dabei. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden? Die Zusammenarbeit ist so entstanden, dass ich im ersten Jahr relativ kurzfristig, ein paar Wochen vor dem Festival, von einem DJ, von einem Jugendlichen angefragt worden bin, wo sich engagiert hat am Parkle Jam und gefragt hat, ob er auf meiner Soundanlage am Parkle Jam spielen darf. Er hat uns, glaube ich, an der Umwelttag entdeckt und ist begeistert gewesen von dem ganzen System und hat uns dann eigentlich ans Parkle Jam vermittelt und das hat dann so gut funktioniert, dass das jetzt eigentlich jährlich wiederholt wird. Warum macht es dir Spass, am Parkle Jam dabei zu sein? Das Parkle Jam ist ein Festival, das extrem nah bei der Bevölkerung ist. Es ist ein Quartierfest, wo wirklich das Quartier abbildet, meiner Meinung nach, wo sehr vielfältiges Publikum anlockt. Es sind Kinder dabei, es sind Familien dabei, es sind ältere Leute dabei, wo wirklich gerade direkte Anwohner sind, die Spass haben. Und das ist die ganze Musikszene vertreten mit eben durch das ganze ehrenamtlich arbeitende Booking. Und das ist eigentlich sehr einzigartig. Auch die Größe ist gerade perfekt. Warum passt denn Nomatark ans Parkle Jam? Ich glaube, es ergänzt sich gut. Es hat genau die Größe, wo wir gut noch reinpassen. Also wir können eigentlich wirklich gerade die Umbauphasen auf der Mainstage noch überbrücken. Obwohl das Publikum eigentlich jetzt für einen reinen Nomatark-Anlass eigentlich schon viel zu gross ist, lenkt das aber
trotzdem unsere Infrastruktur, um die Umbauphasen zu überbrücken und den Platz eigentlich in der halben Stunde takt. Nein, was ist es? Ach, sind jeweils halbstündige Pausen, wo wir dort können mit den DJs, wir auflegen können, überbrücken. Warum findest du persönlich, dass Projekte wie Nomatark wichtig sind? Es ist immer schwierig, über sich selber zu reden und zu sagen, wo man das eigene Projekt wichtig ist. Aber ich glaube, was wir gut können, ist, Technologien, die es braucht für die Energiewende, so anzuwenden oder eben auch zu zeigen, dass sie von jedem verstanden werden und jeder auch ein Gefühl dafür entwickelt, ob das jetzt eigentlich eine Technologie ist, die funktioniert oder nicht. Weil sehr oft gibt es einfach Zeitungsberichte, das ist ein abstraktes Thema. Man hat vielleicht irgendjemand auf dem Dach oben eine Solarzelle, die man aber nie sieht, und man hat dann irgendjemand unten ein Display, wo irgendwelche Zahlen mit Kilowattstunden hinter dran stehen, wo man sich sehr wenig darunter vorstellen kann. Und was ich sehr oft erlebe jetzt an unseren Veranstaltungen, ist, dass doch die Leute recht überrascht sind, was eigentlich mit so einer Anlage schlussendlich tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, das ist die Stärke, dass wir die Anwendbarkeit eigentlich transportieren oder zeigen. Und das macht uns eigentlich auch zu einem Kommunikationsmittel zur Energiewende, weil man eigentlich mit allen Sinnen sieht, was vor Ort mit der Sonne, wo man hat, eins zu eins möglich ist, wenn nachher der DJ auf der Anlage spielt und man den Sound hört. Also es ist Aktion, Reaktion, es ist ein Erlebnis, wo eins zu eins alles zusammenkommt und es ist eben über den Sinn und nicht über den Verstand wahrnehmbar. Nomatark war ja eines der ersten Projekte, das auf der Umweltvorbilder-Webseite war, auf umwelttage-basel.ch/vorbilder. Wo siehst du den Wert von so einer Webseite, die viele Umweltvorbilder von Basel porträtiert? Jede einzelne Initiative hat ja schlussendlich eben auch ihr Umfeld oder ihre Gruppe. Und die können einmal grösser sein und einmal kleiner. Und trotzdem ist, glaube ich, jede Idee für sich extrem wertvoll. Aber man kriegt sie vielleicht nicht mit. Und um eigentlich so einen Überblick zu bekommen, finde ich, ist das, ich verstand es ein bisschen als Label, finde ich die Umwelttage oder die Vorbilder für die Welt von morgen extrem wichtig, weil es wirklich eine Plattform ist, wo man mal aufgelistet ist, was es alles gibt. Und da kann man eben auch entscheiden, was einem ein bisschen mehr anspricht, was einem ein bisschen weniger anspricht. Und es zeigt eben auch die unglaubliche Vielfalt, wie eben der Zugang auch zu dieser Thematik kann sein. Und das finde ich eigentlich das Interessante oder der Mehrwert an so einer Plattform, dass es eben nicht nur ein Weg gibt, sondern dass es eben ganz viele Wege gibt. Und jeder schlussendlich eben auch sich mit einem Weg wahrscheinlich identifizieren kann. Und dass wir nicht immer alles das Gleiche machen. Und Umweltschutz, da gibt es ganz verschiedene Zugänge und verschiedene Arten. Und ich glaube, der eine Zugang, das geht mir eben so, fällt mir ein bisschen leichter. Oder kann ich eher auch umsetzen und andere Sachen. Finde ich es okay, wenn es andere machen, aber ist jetzt für mich in dem Sinn nicht den Weg, den ich gehen kann. Was sagst denn du zu Leuten, die finden, dass es ihnen eigentlich generell sowieso gut geht in der Schweiz und sie eigentlich nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch irgendwie viel machen? Also ich glaube, wir in der Schweiz sehr stark Klimafolgen spüren. Oder? Also das merkt man schon an der ganzen Überschwemmung, Erwärmung, Gletscherschmelze und so weiter. Aber klar, wir sind sehr privilegiert. Einerseits haben wir wahnsinnig viel Geld und können das dann auch ausgeben und überall hinfliegen. Und gleichzeitig haben wir natürlich aber auch die ganzen Produktionsstätten ins Ausland ausgelagert und spüren die Folgen nicht mehr so direkt. Ist ja bei mir auch so. Also die Technologie, die ich anwende, die kommt aus China. Batterien, Solarzellen. Aber ich glaube, es ist schon auch an uns, wo uns das eben auch ein Stück weit leisten können, da auch Vorarbeit zu leisten und eben die neuen Technologien anzuwenden. Es ist ja in dem Sinn jetzt auch nicht eine wahnsinnige Einschränkung, sondern es ist einfach ein Umdenken. Also Solarenergie hat ein wahnsinniges Potenzial und da muss man auch mal davon wegkommen, zu meinen, man hat dann am Schluss weniger. Man hat nicht weniger, man hat es einfach schlauer gelöst. Aber Veränderungen sind oft anstrengend. Ja, Veränderungen sind anstrengend, aber es ist ja sehr oft geht es ja nicht nur um
steht ja auch ein Geschäftsmodell dahinter, wo man dann halt irgendwie eine Gefahr dafür ist. Und ich meine, man sieht es eigentlich gut, jetzt gerade in der Schweiz, welche Energieunternehmen, dass es gut geht und welche, dass es schlecht geht und welche halt vor ein paar Jahren in die richtige Richtung haben davon investieren. Und eben schlussendlich löst es der Markt, aber ich glaube, es darf es eben nicht nur der Markt lösen, sondern es braucht eben auch Initiativen, die im Markt vorausdenken. Und genau das macht der Fabian Müller und Nomatark. Von den mobilen Solarzellen könnt ihr euch das Wochenende am Parkly Jam live überzeugen lassen. In der Pause von der Hauptbühne legen nämlich heute an der Solar Stage noch bis um 12 Uhr Nacht DJs auf. Jetzt hören wir ein Lied von Solar. Er ist am Freitag am Parkly Jam live auftreten und das Lied betitelt der Fabian Müller als Hymne von Nomatark. Der Titel ist nämlich passend Solar. Das war der Solar mit dem Song Solar, die selber ernannte Hymne von Nomatark. Der Fabian Müller von Nomatark hat uns im vorherigen Interview einiges über die Solar Stage erzählt. Sie wird mit mobilem Solarstrom gespeisen und bietet während der Konzertumbaupause Live-DJ-Sets. Für den richtigen Sound sorgen hier dabei am heutigen Samstag bis in die Nacht der DJ Luke Leloup und die zwei Ladies von Schwifi, Ada und Sophia. Ich habe die zwei zum Interview getroffen und sie verraten euch erstmal, auf was ihr euch heute bei ihrem Auftritt könnt freuen könnt. Wir sagen eigentlich immer, es ist ein bisschen ein Überraschungspaket. Wir haben echt ein riesiges Spektrum an Musik auf Lager sozusagen. Und wir machen das immer recht so moment-, orts- und stimmungsabhängig. Aber so, ich
denke, unsere Lieblingsrichtungen sind, gehen schon ein bisschen eher ins funkige, hip-hoppige, Afrobeat, aber auch, es geht auch manchmal so ein bisschen ins Elektronische und so ein bisschen einfach, was gerade passt, was Stimmung macht und was die Leute auch zum Tanzen bringt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so was eben, was die Leute in Stimmung bringt. Ich glaube, wir wollen nicht unser Ding durchziehen, was wir uns vornehmen für einen heutigen Abend oder was auch immer, sondern wir wollen wirklich auch mit dem Publikum spielen oder aufs Publikum vor allem eingehen. Also wenn wir irgendwie merken, hey, das zieht jetzt gerade mega beim Publikum, dann wollen wir auch mit dem Publikum dort mitgehen und nicht irgendwie unser eigenes Ding durchziehen. Also uns ist es wichtig, dass eben das Gehen und Nehmen auch rum ist und dass eine tolle Stimmung entsteht. Und ich glaube, das entsteht nur, wenn man merkt, hey, man ist auf einer Wellenlänge. Das, was wir machen, gefällt am Publikum und an dem bleiben wir dran und machen jetzt nicht einfach irgendetwas, was uns zwei gefällt, was dann das Publikum wegläuft. Und das ist uns sehr wichtig und ich glaube, das macht es auch aus für eine tolle Stimmung und vielleicht auch für uns zwei. Wieso freut ihr euch, dass ihr gerade am Parklet-Jam auflegen könnt? Ich freue mich aufs Parklet-Jam jedes Jahr immer wieder, weil es einfach etwas ist, was im Quartier auch stattfindet, wo eigentlich, also für uns ja auch etwas sehr Kleines gesehen und ich glaube, man unterschätzt das auch sehr, wie fest das jetzt gewachsen ist und was es eigentlich für ein grosses Festival ist, jetzt gerade so in einem Park, in einem Quartier. Und ich finde es auch sehr schön, wie das Parklet-Jam irgendwie auch probiert, eben nachhaltig unterwegs zu sein oder einfach so Projekt auch willkommen heisst, gerade mit dieser Solarstage, wo ich sehr unterstütze, wo man auch mir dann als DJs irgendwie können ein Statement setzen oder einfach können sagen, hinter was wir stehen oder dass wir auch für eine nachhaltigere Welt sind. Nachhaltigkeit ist ja auch ein Fokus von diesem Beitrag. Wie denkt ihr, kann Musik generell etwas zu einer besseren Welt beitragen? Also ich glaube, Musik ist schon immer etwas gewesen,